Das Ellis-Haus. Wow, that's nice. In Laurel gibt es einige Gebäude im Prairie-Stil. Zum Beispiel unser Rathaus. Die Stadtgründer sind aus Iowa gekommen. Da war dieser Stil vorherrschend. Mit Betonung der horizontalen, flach geneigten Dächern und großen Fenstern. Gekauft 1961 vom Ehepaar Ellis. Es ist berühmt. Für diesen Baum. Den kahlen? Richtig. Dieser großartige Ginkgo wird von allen im Herbst bestaunt. Viele fotografieren ihn. Das Haus ist Kult. 5 Zimmer, 3 Bäder für 260.000. Wirkt solide. Ist es auch. Diese gusseisernen Verzierungen sind nicht so mein Ding. Die würden wir entfernen. Lose the wrought iron. Oh, now that's beautiful. Schön. That's a wow factor right there. Yeah. It would be really beautiful. Es wird noch schöner, wenn wir die Haustür und die Fenster durch eine Doppelflügeltür mit Mustern im Prairie-Stil ersetzen. I'd love it. Yeah. Den Garten würden wir neu anlegen. Streichen, Säulen austauschen, $40.000. Für die Größe fair. Gehen wir rein? Ja. Yeah. Be a gentleman. Open the door for the lady. That's right, yeah. Southern gentleman. Yeah. Auch ein schöner Flur. Wow. Mögt ihr Bleiglas? I do. Und dort? Das Licht wird so schön gestreut. Hier würden wir streichen und den Teppich auf der Treppe entfernen. Im anderen Haus hat euch ja das Schlafzimmer und Bad im Erdgeschoss sehr gefallen. Das geht hier auch. Den Eingang würde ich da ganz diskret verstecken. Klingt gut. Toll, ich dachte schon, das wird aber nicht leicht. Ihr möchtet ja eine Suite. Hier geht's ins Bad. War mal eine Veranda. Dann Wintergarten. Flur, Schlafzimmer und Bad würden insgesamt $55.000 kosten. Okay. Ich möchte euch den Nordflügel zeigen. Gehen wir mal zu den Originalfenstern da. Schreitet hier durch. Ein Wohnzimmer mit historischen Fenstern und Einbauten. Klasse. Und erst das Esszimmer. Viele Menschen reagieren sehr zwiespältig auf Tapete. Wie geht's euch? Ich hasse es, sie selber auszuwechseln. Sonst super. Ich hätte hier gerne eine neue. Diese beiden Räume, 15.000. Lasst uns über den Bereich reden, der etwas schwierig wird. Bemalte Arbeitsplatten. Ist nicht wahr. Dann kommt mal gucken. Ergötzt euch an dieser Küche. Das ist Farbe. Gar nicht schlecht. Oh my gosh. Von hier aus denkt man, das sind Steinplatten. Das ist ein Anbau. Ich würde hier einiges ändern. Das Ellis-Haus soll $260.000 kosten. Die Renovierung läge bei $175.000, macht $435.000. Das Gebäude ist etwas kleiner und daher günstiger. Ihr habt nicht gespickt. Kalifornien ist zu weit weg. Die Reise hat sich gelohnt. Das Kaliski-Haus. Unglaublich. Es sieht ganz anders aus. Die Haustür haut mich aus den Socken. Ich wusste nicht, was Prairie-Stil ist. Ich habe meine schlichten Säulen gekriegt. Erdtöne sind für diesen Stil ganz typisch. Es gibt so viel zu entdecken. Das Gebäude ist sogar offiziell ein Kulturdenkmal. Ich bin sprachlos. Bob auch. Das passiert sonst nie. Drinnen gab's tolle Überraschungen. So eine Sensation haben wir noch nie erlebt. Interessiert? Nach euch. Ist euer Haus. Oh. Oh my gosh. Oh, look at the wundervolle Farben. Look at this. Und der Boden. Yes. Ganz anders. Schöne Treppe. The stairs turned out really. Gab es nicht einen Durchgang? Und jetzt ist da eine Wand. Stimmt. Und eine Tür. Echt? Sehe ich nicht. Müssen wir da durch? Nein.
Bob und Linda wissen nicht mehr, was wir mit der Schlafzimmertür vorhatten. Die ist da. Oh my God. Herrlich. How? Wo? Drücken. Oh. Oh my gosh. Wow, look at this. Look. Oh, it has a beautiful... Auch so ein schöner Boden. Wie gemütlich und romantisch. Ich habe mir immer einen Kamin im Schlafzimmer gewünscht. Und diese Wandleuchten. Mit Ginkgo-Blättern von draußen. Meine Freundin Shauna hat sie verkupfert. Den Baum kann man von hier aus sehen. Wunderbar. Den schönsten Blick hat man vom Bad aus. Die Wanne. So eine wolltest du schon immer haben. Dieser Raum ist umwerfend. Ich konnte es mir nicht vorstellen. Ihr habt echt einen Volltreffer gelandet. Mit allem. Die Tapete haben wir möglichst zeitgetreu ausgesucht. Auch der Holzboden trägt zur Atmosphäre bei. Ich will euch den Rest zeigen. Das Wohnzimmer. Sehr entspanntes Ambiente. Hier werde ich lesen. Wow, look at this. Wahnsinn. I love the Klasse Tapete. Auch bei der haben wir uns historisch orientiert. Auf den Porzellanschrank stehe ich besonders. That's a beautiful... Schönes Stück. Das Bleiglas vom Eingang. Ich dachte, das wird sicher ein ordentliches Möbel. Aber es ist richtig toll geworden. Noch die Küche. Hey. Gern. Look at this. Oh my God. This is grandios. This is gorgeous. Der Hammer. Wir mussten für diese Aufteilung zwei Türen rausnehmen und das Fenster in der Mitte platzieren. Fantastischer Fliesenspiegel mit verschiedenen Farbnuancen. Sehr dezent und schön. Das ist was Besonderes. Von dir, Ben? Ja. Wisst ihr, was das ist? Nein. Eine Gondel. Ach so, toll. Einzigartig. Heb den Butcherblock mal an. Man kann ihn rausnehmen und abwaschen. Nun hat's mich erwischt, weil es so traumhaft ist. Alles gut. Setzen wir uns mal. Eine glatte Eins. Haben Sie super gemacht.